Sie sind hier, 6. Dezember 2018, 11.01 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Im Falle eines Finalvereinzugs im EHF Cup erwartet den THW Kiel ein Heimspiel. Urheberrecht Getty Images. Die Fans des THW Kiel erwartet neben den Bundesliga-Partien ein weiteres Highlight. Das Finale des EHF Cups steigt 2019 in der Hafenstadt. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel wird das Final Four im EHF Cup austragen. Die Veranstaltung steigt am 17.18. Mai 2019 in der Kieler Sparkassenarena. Diesen Beschluss teilte der europäische Dachverband EHF am Donnerstag mit. Das Konzept des THW sieht vor, dass am Freitag 17. Mai die Halbfinalpartien und am Samstag 18. Mai das Spiel um Platz 3 sowie das Finale stattfinden. Die Halle in Kiel hat eine Kapazität von 10.285 Plätzen. Kiel, Berlin und Hannover starten in EHF Cup. Als klar war, dass der THW Kiel in diesem Jahr im EHF Cup startet, haben wir direkt unser Interesse an der Ausrichtung der EHF Cup Finals bekundet, sagte Kiels sportlicher Leiter Viktor Szilegyi. Jetzt freuen wir uns, den vielen Handballfans in Kiel und Schleswig-Holstein einen zusätzlichen Saisonhöhepunkt anbieten zu können. Kiel steht wie Titelverteidiger Füchse Berlin und Europapokal-Neuling TSV Hannover-Burgdorf in der Gruppenphase des Wettbewerbs mit den besten 16 Mannschaften. Letzter Schritt vor dem Finalturnier ist das Viertelfinale 20. bis 28. April. Sollte Kiel seine Gruppe gewinnen oder nach der Gruppenphase zu den besten 3 zweitplatzierten Teams gehören, steht die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason direkt im Final vor. In diesem Fall werden nur 3 Viertelfinalpaarungen ausgetragen. Sollte Kiel am Ende der Gruppenphase jedoch der schlechteste Gruppenzweite sein, müssen sie im Viertelfinale antreten und es kommt zu 4 Duellen. Sportinformationsdienst.